Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS15 hier auf der Karte Belgic Pro Fonte. So, wir den Pickup jetzt nochmal nutzen, dann gehen wir das Ding erstmal wieder ab. Denn, ja, ich weiß nicht. Also erstmal, das können wir den gucken, was wir später nochmal kaufen. Ist wirklich vielleicht jetzt aktuell noch ein bisschen Luxus und brauchen wir nicht wirklich. Ich wollte es dann nur nochmal testen, bevor wir das Ding wieder abgeben. Was da hinten auf die Landfläche drauf geht, wie das aussieht, wenn er das Ding auflädt. Weil er ja auch diese Körbe laden kann. So. Dann nochmal mal zwei hierher. Die würde ich ganz gerne einsetzen für den Flüssigdünger, weil die Dinger kann man auch gut stapeln. Oder ist noch dran? Okay. Das war knapp. Ja, dann können wir nämlich dann den Seedmaster endlich mal in Betrieb nehmen, was ich dann noch abholen muss. Aber was wir noch in dem Zuge machen, dass wir den Unimog gleich kaufen. Diesen Kottetank, ne, dass wir dann Diesel haben. Muss allerdings auch nochmal eine Diesellieferung zum Hof machen. Ja. Müssen wir mal gucken. Also Kaya meinte so 20.000 Liter fast, da kommst du ewig mit klar. Muss ich mal gucken. Was, da müssen wir natürlich finanziell ja auch stemmen, ne? Klar, jetzt haben wir noch einen Haufen Geld, aber das wird schnell weniger werden. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das hier geht. Das mit den Körben habe ich ja noch nicht gemacht, mit dem automatischen Aufladen. So. Er kennt die sogar. Das ist ja super. Von ganz alleine. Hat es aber nicht auf den Pickup gepackt, sondern gleich zack hier hinten drauf. Okay. Das finde ich auch gut, ne? Dass du gar nicht so unbedingt einstellen musst, sondern er erkennt, dass da noch ein gutes. Okay, aber wie gesagt, das Auto geben wir dann direkt wieder ab. So einen Ballensammelwagen holen wir uns auf jeden Fall nochmal, weil es ist wirklich praktisch. Vielleicht auch so einen kleinen in der Größe nochmal. Man ist da so schön. Ist so schön handlich das Ganze dann einfach, ne? Gibt ja verschiedene Größen. Vielleicht werden wir sogar später nochmal den LKW wieder zuholen. So. Und das auch nochmal ganz gerne probieren würde, wie passt denn der kleine Traktor? Kann der eventuell das Ding sogar hier ziehen? Aber warum eigentlich nicht? So, wir müssten da vorne rein. Das ist natürlich mit dem Pickup jetzt ein bisschen doof. Pass auf. Wir machen das so. Ich gebe den schon mal zurück. Okay. Und wir springen jetzt mal in unseren kleinen Traktor. Ja, den müsste man nicht unbedingt behalten, ist halt nur so für den Hof mal ganz witzig, oder? Was meint ihr? So schöne freie Sicht mit dem Ding. Und man ist natürlich auch schön wendig, ne? So, wir müssen hier in diese Halle rein, da müssen wir auftanken. Ich hoffe, das klappt dann auch. So. Das finde ich mit diesem Huckel gar nicht so. Ja, doch, es geht.
wenn das das Richtige auflädt. Die Frage ist, ob das überhaupt geht. Weil ich kann ja jetzt die Körbe nicht direkt anwählen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Transportboxen, das ist ja alles soweit okay. Kann das sein, dass es nur direkt am Trecker sein muss? Wäre möglich, dann mache ich das mal. Die können wir ja auch so direkt draufladen. Dann sage ich ihm jetzt mal, er soll die auf der linken Seite abladen oder nach, ja, links wäre am besten jetzt. So, Abladeseite wählen mit M. Ich muss mal das hier ausblenden. Die wählt aber links, passt sogar. Okay. Produkte abladen mit O. So. Wahrscheinlich geht das so nicht, ist glaube ich dann die andere Seite, ne? Ja. Schlecht vorbereitet. So, warte mal. Muss hier mal getestet werden. So, okay, komm her. Man hat es nicht auch gesehen, ne? Wer ist kaputt? Das Ding habe ich ja neu gekauft. Will mich jetzt verarschen? Ach, das ist jetzt aber doof, wenn wir jetzt die Transportboxen deswegen nicht nutzen könnten. Ich meine, wir haben hier eine kleine Werkstatt noch, aber ich, wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du nur reparieren, wenn du, also hier am Hof so Kleinigkeiten und wenn es komplett kaputt ist, musst du das Ding quasi zum Landmaschinenhändler bringen. Und das wäre natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich versuche mal, vor allem, ob er die überhaupt erkennt hier, dass ich die reparieren kann. Wird schon wieder eine produktive Folge, verdammt. Das ist ja geil mit dem Menü hier jetzt. Okay, und nun? Autoanhängerschaden 12%. Das ist mir egal, dann gehen wir hier wieder zurück. Der Kram hat 0%. Ja, und die Ladung? Soll ich mal abladen? Und dann muss ich aber nach rechts abladen. Ob das jetzt gut geht, ich weiß es nicht. Chef, Ihre Box kann nicht repariert werden, da der Schaden zu groß ist. Wir brauchen das zwar, die ich nicht habe. Suchen Sie bitte eine Fahrt. Ist das geil, oder? Aber doof, jetzt, die sind nagelneu, hallo? Verdammt. Ja, Mist. Ich denke mal, ihr seid genauso neugierig wie ich. Brauchen wir mal einen anderen Traktor. Ja, tut mir leid, aber wir müssen jetzt einfach wissen, wie sieht's aus? Können wir jetzt die Dinger benutzen oder nicht? Das ist halt hier die Frage.
Und wenn ich die jedes Mal beim Abladen, dass die Dinger jedes Mal wieder Schrott sind, ja. Aber das mit der Werkstatt finde ich toll, dass du wirklich so am Hof so kleinere Sachen machen kannst und dann wirklich gezwungen bist, dann in die andere Werkstatt zu fahren. Ist natürlich wieder mal ein ganz anderes Feld, ne, was dann hier bedient wird. Also einfach mal wieder. Ja, wie so ein kleines DLC, würde ich fast mal behaupten. Einfach nur geil, dass es wirklich so Mod-Hersteller gibt, die sowas basteln für uns, ne. Und, umso trauriger, dass die PS4-Leute in den Genuss nicht kommen. Übrigens, PS4 kommt auch wieder, ist nicht auf Eis gelegt. Ja, doch in dem Sinne, na gut, vielleicht nur kurz eingefroren, wird wieder aufgetaut und kommen auch wieder neue Folgen. Nur aktuell seht ihr ja alle selbst, komme ich hier nicht so hinterher mit den Folgen, wie ich es gerne möchte. So. Zur Werkstatt. Da sind wir jetzt schon fast. Sieht der Anhänger nicht hier dran aus. Den finde ich echt gut, den kaufen wir uns auf jeden Fall. Finde ich klasse. Mal so, so zwei Dinger mal mitzunehmen. Das ist doch ganz cool. So, dann muss ich mal das Tor aufmachen. Mal gucken, ob Bernd da ist, unser Stammmechaniker. Hey Bernd, ich habe die Transportboxe mit. Ja, ich hatte angerufen. Guckst du dir mal an, okay? Weil den Scheiß eigentlich, ne? Ich habe die ja gerade erst gekauft, also... Ich glaube, damit wieder nicht. Dass die vorher schon kaputt waren. Vielleicht doch nicht fachgerecht aufgeladen, ich weiß es nicht. So, und jetzt können wir die eigentlich auch... Warte mal, nach... hinten abladen. Also warten wir mal, wann das Menü erscheint jetzt. So. Oh, ich pack's doch nach links, ne? Da ist ein bisschen Platz, glaube ich zumindest. So, Abladeseite wählen bei M. Links. Und mit O abladen. Oh, ihr wisst, was passiert ist. Oh, oh je. Wenn der Anhänger voll in die Schrott fahre, jetzt ist das. So. Okay, wir werden jeweils 18 Euro dafür. Und wie kann ich das jetzt? Reparatur beginnen mit Taste R. Okay. Der Anhänger da hinten. Den kriegt er jetzt so wieder. So, okay. Andere Geräusche, auch cool. So, jetzt sind die Dinger repariert, ne? So, wir geben jetzt mal mal zurück hier. Den will ich jetzt nicht mehr. Okay. Und ich möchte jetzt so ein Ding mal kaufen. Transportfahrzeuge. Also den kleinen hätte ich jetzt ganz gerne einfach mal. Hier ist er. Du kostest 16.000. Jetzt auch den Zweiachs dafür, ne? Ich hätte ihn so gern. Okay. Ich hoffe, unser Traktor hat jetzt keinen Schaden genommen. So, da ist der Anhänger. Aber ich wüsste jetzt nicht, weil es wäre jetzt wirklich echt kacke, wenn das Ding jetzt gleich wieder Schrott ist. Deswegen laden wir es jetzt gleich auf. Ich versuche hier nochmal das Richtige auszuwählen vorher, damit wir vielleicht das Glück haben, dass er dann nicht... Transportboxen ist auch ausgewählt, okay.
Gut, fahr noch mal ran. Die Geräusche sind echt der Hammer. So, man kann jetzt schon auf B drücken eigentlich. Und wenn du nicht schnell, aber wenn du, ja. Nicht schneller als 30 fährst, glaube ich, dann bleibt er auch in dem Modus. Und wenn du drüber fährst, dann schaltet er den ab. So, jetzt fahre ich nochmal rückwärts rein. Und bin mal gespannt, ob er jetzt wieder meckert. Und sagt, ey, wir sind kaputt. Schaden 100%. Mal aus dem Menü raus. Er zeigt jetzt aber noch nicht an, dass ich reparieren kann, ne? Was mich jetzt ein bisschen wundert. Also müsste ich die doch wieder erst abladen und das macht ja jetzt dann das, genau das gleiche wäre ja so ein Spielchen ohne Ende. Das heißt, das ist natürlich echt doof. Da müsste man die wirklich jedes Mal richtig aufladen. Was es nicht so schlimm ist, aber... Also was ich dazu gerne noch mal wissen möchte, warte mal. Wir mieten uns mal was Billiges hier mit einem Frontladergeschichte. Ich würde den ganz gerne mal ausprobieren, den Kompaktlader. Einmal mieten. Für eine Stunde. Und dazu brauchen wir natürlich passend dann. Ich gehe mal auf Kompaktlader. Dazu brauchen wir dann hier diese Palettengabel. Ich hoffe, die passt auch. So, 2 Euro, das ist noch drin. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob wie die repariert kriegen und dann drauf kriegen. Dann würde ich ihn einmal festschneiden und dann das Ding ist auch irgendwie geil, oder? Der kam raus, bevor es das DLC gab. Und wo ich den her habe, ich kann es euch nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe den von Modhoster. Nennt sich von John Deere. Aber mal drunter gucken. Bisschen leise das Ding, ne? So, gucken wir mal. Achso, ja doch, jetzt meine ich, dass ich. Jetzt die Hebel noch gehen würden, das wäre natürlich super. Ja, die passt nicht. Also muss man da dann doch eine normale Traktoren-Geschichte. Hey, nicht so zurück. Ich meinte anders zurück. Shop. Da Frontlader und Palettengabel ist das die hier. Die ist jetzt daneben. Warte mal, die Venia. Jo, die ja mit dem Traktor reinbringen können, ne? Egal. Ne, ich muss sie doch von vorne nehmen. Was sie nochmal von außen zeigen, okay. So sieht das gute Stück aus. Ich glaube, ich mir da über unseren DLC-Kompaktlader, weil das ist ja hier. Gefährlich für den Teil. Guck mal, ich komme da gar nicht ganz runter. Ist das? Was ist denn das für eine Scheiße? Da bleiben sie ganz ruhig. Jetzt weiß ich, warum ich den nie im Einsatz hatte. Nee, ich wollte. Ach, Mann.
Garage. Also, pass auf. Wir müssen jetzt loswerden. Einmal den hier. Und einmal, ja, ich weiß, das ist schöne Geld. Ich weiß, ich weiß. Wo ist denn jetzt die zweite Gabel? Oder brauchen wir die noch? Für den Traktor. Könnten wir eigentlich behalten, ne? Ich meine, die passt jetzt nicht für den Dings, aber. Nee, ach komm, weg. So, und jetzt nehmen wir mal den Kompaktlader. Ich überlege schon fast, ob wir das Ding kaufen sollten, ob wir den noch brauchen, aber jetzt weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht. Wir sind schon wieder viel zu lang mit der Folge. Und wir testen das einfach jetzt beim nächsten Mal. Also, das probiere ich dann nochmal aus. Ne? Wir fahren hier dann einzeln rein. Ich werde die nochmal reparieren und dann schmeißen wir die drauf. Oder vielmehr eine, dann werde ich die mal festzurren. Wenn er dann wieder kaputt macht, dann müssen wir die halt so transportieren. Das kriegen wir ja auch hin. Das würde dann zur Not auch nochmal gehen. Ne? Gut. Ja, Mist. Nicht viel geschafft, aber so manchmal braucht man auch so einige Erkenntnisse. Und ich danke euch fürs Zuschauen, YouTube. Und ja, sehen wir spätestens morgen. Macht's gut, ciao.